alter Hase, ja, man sieht es ja an der Haarfarbe schon fast ein bisschen. Ja, ja genau, Silberrücken. Ja. Ich bin eigentlich mit dem Start meines Berufslebens schon immer mehr oder weniger mit der IT-Branche irgendwo in Berührung gekommen. Ich würde mal sagen, ich habe IT-KR-Erfahrung wahrscheinlich 25 Jahre plus, oder ich habe mal hochgerechnet, heute 27 Jahre, glaube ich, muss ich auf meinem Lebenslauf jetzt sogar schreiben. Davon rein im Sales jetzt auch schon über 15 Jahre. Vorher hatte ich ein bisschen im Bereich PR und im Bereich Anzeigenverkauf, Mediaverkauf, aber auch sehr viel IT-relevante Titel. Also auch immer irgendwo so ein bisschen mit der Branche in Berührung gewesen. Ja, und habe mich jetzt also die letzten Jahre dann auch sehr stark, ich habe dann ein Studium an der Bayerischen Akademie der Werbung und habe dann mich gerade im digitalen Medienbereich in den letzten Jahren eigentlich sehr erfolgreich bewegt und da gerade für einen ganz namhaften Hersteller, soll man nennen, Thomas, oder? Ja, ja, natürlich, klar, also einfach sich auch gerne mal selber loben, ne? Also nach dem Motto, Gutes tun und darüber reden, ja. Ja, also ich habe halt auch für Adobe viele Jahre da im Endeffekt so ein bisschen den Türöffner gemacht, so, ich würde es fast als Evangelisten sozusagen draußen bezeichnen. Okay. Genau diese Zeit, wo Adobe sich da von dem Anbieter für nette Grafiktools und für Dokumentenlösungen da zu diesem Full-Service-Digital-Marketing-Anbieter gewandelt hat und sie dann da gewachsen ist. Und da waren halt auch ganz, ganz tolle Kontakte drin zu den Entscheidungsträgern eigentlich der Top 500, eigentlich der Fortune 500 zu VP Sales, zu den CIOs, zu den Head of Sales, weil das war halt auch eine sehr schöne Sache, weil man natürlich immer mit Themen auf die zugekommen ist, von denen man ziemlich schnell gelernt hat, dass Adobe da ein bisschen immer so ein bisschen voraus war und ein Jahr später hat die ganze Branche darüber sich Gedanken gemacht. Und wenn man natürlich bei so einem Ansprechpartner ein Jahr später angerufen hat und gesagt, gell, von einem Jahr habe ich dir genau das erzählt, wo jetzt alle sich mit beschäftigen, okay. Dann ist man dann natürlich dann auch wunderbar im Gespräch gewesen. Mhm. Und da konnte man natürlich bei Krankenkassen, bei Versicherungen, also bei gesetzlichen Krankenkassen mitunter auch das etwas schwierigere Umfeld, da überall eigentlich Türen öffnen und für die Account Manager da die entsprechenden Termine machen. Das ging natürlich auch bis in den Government-Bereich hoch und war natürlich in der Industrie rauf und runter dann sozusagen. Mhm. Ob das Weltkonzerne waren oder auch alles, was sich halt Adobe auch leisten konnte, das war natürlich die andere Frage. Ja. Also das ist letztendlich, ich muss das Mikro noch ein bisschen hin herreichen, passt schon. Das ist letztendlich auch nicht branchenspezifisch gewesen, sondern auch, du hast da auch quasi auch Business Development betrieben für Adobe, Branchen, also das ist die ganze Facette sozusagen von A bis Z, aber doch eher so im High-End, könnte man so sagen, High-End-Bereich oder sagt man auch Enterprise-Bereich. Also was ist da, sagen wir jetzt so also Pi mal Daumen ganz grob für jemanden, der sich da jetzt vielleicht nicht ganz so was wir uns da vorstellen können, weil manche haben ja immer noch so Adobe irgendwie mit Photoshop oder sowas im Hintergrund. Also war dann doch wirklich High-End. Was ist da so, sagen wir mal, jetzt ganz grob sechsstellig oder siebenstellig, was ist da so hängen geblieben dann für deine Vertriebler da in Adobe und so weiter? Kann man so irgendwie ganz grob mal so sagen. Ja, meist gut. Es gab von den Account-Managern eine ganz klare Ansage, dass so unter 200.000 Euro Budget gehe ich gar nicht aus dem Büro. Ja, ja, genau. Also, genau. Und wir wissen ja auch selber, so eine komplette Digital-Marketing-Landschaft von Adobe mit den ganzen Metriken, mit den ganzen, mit den CMS, mit den ganzen Dokumentenlösungen dahinter am besten auch, da kann man auch locker in den siebenstelligen Bereich reinrutschen, wenn man das wirklich alles umsetzt. Ja, okay. Also mit anderen Worten, du hast dann schon im Zeitraum von 2, 3 oder waren es 5 oder 7 Jahre oder so? Also Adobe war ich ja gute 7 Jahre im Endeffekt. 7 Jahre, okay. Mit Adobe beschäftigt und ich meine, ich habe mich jetzt auch... Ja, ganz kurz noch.
das ist ja doch schon letztendlich über den Durchschnitt, oder? Weil so die meisten halten den Job ja nicht so lange durch, oder? Was war das so deine Zauberformel? Was war das so dein, dass du so lange so gut performt hast? Ja, es war einfach, man ist einfach vernetzt, man hat im Endeffekt, man war ja auch bekannt, man ruft von Adobe an und es waren ja auch immer für die Entscheider, das war das Relevante und das ist das, was mir auch in meinem Job immer wichtig ist, dass ich jetzt dem Entscheider nicht irgendwas erzähle, sondern ihm ja auch irgendwo Informationen vermittle, die ihm selber in seiner Position, in seiner Firma auch weiterhelfen. Mhm. Dass er sich auch dann wirklich gerne auch freut, dass ich wieder Kontakt mit ihm habe. Ich habe auch genug Fälle gehabt, da sind mir Entscheider wieder auf den Tisch gelegt worden, die zu irgendwelchen Veranstaltungen von Adobe einzuladen, die sich vorher für eine andere Lösung im Pitch dann gegen Adobe entschieden haben. Was dann immer der Gestalt eigentlich ablief, dass die sich mir dann erstmal nochmal vorher 2 Stunden erklärt haben, dass zwar Adobe die beste Lösung war, aber sie halt aus Budgetgründen oder hauptsächlich aus Budgetgründen sich natürlich dann für eine etwas kleinere Lösung, etwas preiswertere Lösung entscheiden mussten, aber durchaus verstanden haben, dass sie das mit Adobe am besten umgesetzt hätten. Ja. Und ich meine, ich war jetzt auch die letzten anderthalb Jahre jetzt auch im Bereich digitales Marketing. Wir haben uns hauptsächlich mit Themen Marketing Automation, PIM auseinandergesetzt, Content-Generierung, automatische Content-Generierung. Das ist ja auch ein unwahrscheinlich schönes, weitläufiges Wachstumsfeld. Ja, definitiv. Da wären wir letztendlich auch schon gleich bei meiner nächsten Frage, die ja sozusagen ineinander übergreift. Magst du vielleicht so ein bisschen mehr operativ, natürlich nicht alles von dir preisgeben, ja, wie du so vorgehst und so weiter, ja. Aber so ein bisschen mehr operativ, was so deine Muster sind, die du sagen mal im Laufe von den Jahrzehnten, wo du das eigentlich den Job schon erfolgreich machst, so dir erlauben, dass du immer wieder auch zum richtigen Zeitpunkt, ich nehme an, der Timeframe ist wahrscheinlich auch einer der Schlüsselfaktoren, ne? Nicht zu früh, nicht zu spät, dieses Thema, glaube ich, zumindest, ja, correct me when I'm wrong, immer wieder auch dann den richtigen Entscheider zum richtigen Zeitpunkt an der Angel kriegst, weil ist ja auch kein großes Geheimnis da draußen, nirgendwo ist die Fluktuation so groß wie bei den Vertrieblern, weil sie es eben nicht hinbekommen. Und wenn du vielleicht nur so ein bisschen was da von deinen Secrets von dir irgendwie so eine Herangehensweise von dir geben wirst. Ja, ich meine, das Wichtige ist halt einfach mit einem Entscheider auf Augenhöhe zu sprechen. Ja. Man muss sich einfach offen austauschen, der muss im Endeffekt dir auch die Karten auf den Tisch legen, wo geht seine Reise hin, was stellt er sich vor. Und ich bin der ihn begleitet und der ihm dann im Endeffekt da auch dann die Hinweise gibt, wie er das umsetzen kann. Oder auch natürlich auch oftmals Ideen natürlich auch erstmal gibt, die sich dann vielleicht auch erstmal entwickeln müssen. Also was jetzt gerade aktuell bei mir in meiner jetzigen Tätigkeit ein recht heißes Eisenthema Content Automation, automatische Content-Generierung, also auf Knopfdruck im Endeffekt Texte rauszuschießen, dann alle Kanäle, alle Plattformen, alle Shops im Endeffekt zeitgleich mit den Texten am besten auch in allen Varianzen abzudingen. Also wir haben da jetzt eine Installation beispielsweise bei einem Polstermöbelhersteller. Der hat ein Polstermöbel, da sind 80% Text von diesem Polstermöbel dasselbe, aber dieses Polstermöbel gibt es dann natürlich noch in 20 verschiedenen Stoffen und es gibt es dann noch in 1, 2, 3, 4, 5 Sitzer und es gibt noch Ottomane rechts, Ottomane links und dementsprechend kann man sich dann die Varianzen ausbringen, was für unterschiedliche Texte es für das eine Polstermöbel benötigt. Mhm. Und im Prinzip basieren die aber 80% demselben Text und die 20% sind Varianz, die halt beispielsweise eine Content Automation Lösung erreichen kann. Und das Ganze halt dann im Rahmen auch vom kompletten weiteren Content im Prinzip, ja, da kommen wir auch dann ja auf den Punkt, wo geht eigentlich also meiner Meinung nach im digitalen Marketing die Reise hin und wo sehe ich den Markt und wo sehe ich mich auch da ein bisschen drin? Ja, cool. Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ja, wir sind da sozusagen gedanklich schon voll beisammen. Wo siehst du wahrscheinlich so, sagen wir jetzt halt, man kann ja schlecht, glaube ich, von jemandem erwarten, dass er irgendwie noch 20 Jahre in die Zukunft sehen könnte, ja, das ist wahrscheinlich unmöglich bei all diesen Veränderungen, die haben auch immer Potenzial, sozusagen auch Potenzial, also
sich potenzieren sozusagen, also das Thema KI und Quantencomputer und so weiter, aber sagen wir mal, die nächsten 2 bis 3 Jahre ist ja schon der Wahnsinn, wenn man da mal in die Zukunft blicken möchte. Wo siehst du da, würde so die Reise hingehen, wenn man jetzt quasi ein Lösungsanbieter ist, sei es jetzt ein Softwareentwickler selber oder auch einer von den Dienstleistern, die ja auch teilweise sehr stark miteinander verflochten sind, ne? Also eine fast eine gegenseitige sozusagen Mund-zu-Mund-Beatmung vollziehen, ja, dass sie quasi auch da in den gewissen Märkten noch mit reinkommen und sich da positionieren können. Wo siehst du so die nächsten 2 bis 3 Jahren den Trend, wenn man das mal so nennen mag? Der Trend geht ja ganz stark. Ich meine, es geht ja jetzt eigentlich vom Face-to-Face-Verkauf immer mehr eigentlich in den Online-Verkauf, in den ja, in gewisser Weise automatisierten Verkauf und so im Prinzip geht auch das ganze Marketing eigentlich auch in einen gewissen Automatisierungsgrade, wie man es halt auch bei dieser automatischen Content-Generierung ist. Es wächst halt zusammen. Marketing macht jetzt nicht nur irgendwo nette Prospekte oder ein paar schöne Homepages, sondern Marketing macht jetzt eigentlich das, was man im Studium uns immer gepredigt bekommen hat. Marketing macht jetzt den Verkauf. Also ja, es geht jetzt darum, im Endeffekt eine stringente Kommunikation möglichst zu automatisieren. Gerade das Thema Marketing Automation, denke ich, ist jetzt eines ganz Wichtiges, dass man im Endeffekt die ganzen Daten auch alle zusammenführt und den Kunden im 360-Grad-Blick im Auge hat, aber auf der anderen Seite nicht nur den Kunden, sondern auch die eigenen Produkte und die eigene Firma, dass im Endeffekt der Verkauf und das Marketing im Prinzip auf denselben Datenpool zugreifen, dass das Marketing sich im Endeffekt darum kümmert, dass die dieselben Texte, dass dieselben Bilder, dass das alles im Endeffekt aus einer Source of Truth dann im Endeffekt überall auch automatisch verteilt wird und auch automatisch angepasst wird. Mhm. Nicht, dass es halt, weil das ist ja genau die Entwicklung auch, dass es halt die Zeit immer, die Zyklen immer schneller werden, die Plattformen, die Shops und die werden immer größer, die verlangen aber auch immer mehr im Endeffekt auch von den Herstellern, dass die ihnen zuliefern, dass das möglichst automatisch alles auf Knopfdruck geht. Und da stellt sich halt dann auch für viele wahrscheinlich die Frage, ja, kann ich das überhaupt noch abdecken? Kann ich alle Plattformen, kann ich alle Anforderungen abdecken? Und was kostet mich das? Wie viel Personal brauche ich? Oder wie weit kann ich da automatisieren? Und das Automatisieren ist dann auch wieder auch ein Zeitvorteil, dass ich halt dann eine Kampagne auf Knopfdruck starten kann und dann auf allen Medien, auf allen Kanälen, in allen Shops dann im Endeffekt zeitgleich mit dem richtigen Content da bin. Ja. Also ich war zufällig letztes Oktober oder wann das war, bei dieser Demexpo, ich glaube die erste nach der Corona-Krise oder so, darf man überhaupt Corona das Wort nennen, ich weiß nicht, muss ich ausblenden. Da war letztendlich dieses eine dominante Thema, war dieses automatisiertes Marketing, wo aber nur noch individuelles und automatisiertes Marketing, wo dann sozusagen der Empfänger nur noch das sieht, was er wirklich sehen soll oder muss oder will, ja, und das dann auch noch immer, und dann auch noch automatisch, ne, also welche Tools sind da schon am weitesten, welche Lösungen und so weiter, das war das dominante Thema letztendlich und das bestätigt jetzt auch nochmal das, was du gerade sagst, ja, super interessant. Wollen wir mal noch ganz kurz zu diesem Thema, das hast du schon ganz kurz angesprochen, Sales Cycle. Also das ist ja was, wo letztendlich top-down in der kompletten Vertriebsbranche von IT-Lösungen rauf und runter, egal was es ist, von A bis Z, sei es jetzt Marketing, CMS, E-Shops, IT-Security, egal, you name it. Besonders auch bei diesen, wie gesagt, bei diesen Enterprise-Lösungen, wo wir ja auch zu Hause sind, ja, seit quasi Jahrzehnten. Wo man letztendlich also in der Regel so unter 6-stelligen Budgets eigentlich gar nicht so richtig was, so eigentlich gar nicht so richtig startet, vielleicht mal mit einem Workshop für 60.000 oder für ein paar Tausend oder sowas als Einstieg, aber insgesamt doch einen relativ hohen Customer Lifetime Value, das ist letztendlich auch, dadurch machen wir uns ja auch extrem wertvoll, weil ja dann hinten raus nach 3 Jahren, nach 4 Jahren der Kunde im Idealfall oder im Normalfall, kann man fast so sagen, Millionen von Umsätzen bringt. Das heißt also vorneweg ist dann manchmal, das ist sozusagen die Downside, der Sales-Zyklus ein bisschen, sag mal, mit etwas mehr Geduld verbunden, sagen wir es mal so, ja. Wo siehst du, was oder wie gehst du da voran oder wie siehst du da noch Optimierungsmöglichkeiten oder wie gehst du mit dem Thema Sales-Zyklus um?
Es ist ja, man muss ja kein Blatt vom Mund nehmen, es ist ja sehr viel Dynamik da draußen, ja, sozusagen, also Stichwort Personalfluktuation und so, das ist ja auch dieser ganze Wahnsinn mit den Recruitern oder Online-Recruiting, was ja jetzt auch gerade ein wahnsinniger Trend ist, die sozusagen auch die Wechselwilligen abholen oder überzeugen wollen, dass sie ihren Job wechseln, damit die dann ihre Provision verdienen, obwohl sie eigentlich den Job noch gar nicht richtig wechseln wollten. Also es ist ja auch so ein Wahnsinn, einige Zukunftsforscher sagen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren nur noch 60% der kompletten Belegschaft im Projektgeschäft sind und nur noch 40% fest angestellt oder solche Trends, ja, ganz was anderes. Aber letztendlich bin ich leider ein bisschen abgeschweift, aber wo siehst du da den sozusagen, wie würdest du versuchen, den Sales-Zyklus so zu verkürzen? Ist in so einem, schon fast ein Buzzword, aber wie siehst du deinen Blickwinkel drauf? Ja, Sales-Zyklus zu verkürzen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo im 6-stelligen Bereich irgendwelche Marketing-Tools auswechsel, sei es jetzt ein CMS oder sei es jetzt ein PIM-System, sei es ein DAM-System, sei es ein CRM, wenn man ganz realistisch nimmt, dann wird vielleicht so alle 5 Jahre oder so, wird mal so eine Lösung im